Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lektion Hochwasser. Wir befassen uns darin etwas genauer damit, wie wir ein Set von Hochwasserereignissen in einem Gebiet aussuchen. Wir begeben uns dafür in das Einzugsgebiet der Reppisch im Westen von Zürich. Die Reppisch fließt hier vom Thürlersee durch das Reppischtal bis nach Birmensdorf und dort wird der Abfluss an dieser Messstation hier aufgezeichnet. Die Repisch verfügt über eine Zeitreihe von rund 40 Jahren. Hier haben wir einen Ausschnitt daraus dargestellt. Wenn ich Sie nur fragen würde, was für Ereignisse Sie in dieser Zeitreihe als Hochwasser definieren würden, würden Sie mir wahrscheinlich sagen: dieses und dieses hier. Aber was ist zum Beispiel mit diesen Ereignissen hier? Sind das auch Hochwasser? In der Literatur sind zwei Möglichkeiten definiert wie man ein Hochwasserdatenset definieren kann. Die erste ist die Jahresmaxima-Methode. Bei dieser Methode unterteilen wir die Zeitreihe in Jahre und innerhalb jeden Jahres definieren wir das höchste Ereignis als Hochwasser. Diese Methode hat den Vorteil, dass sie relativ einfach ist und oft angewandt wird. Sie hat aber auch den Nachteil, dass wir einige Ereignisse als Hochwasser definieren, die gar nicht so wichtig sind. Um diesen Nachteil aus dem Weg zu gehen, gibt es eine zweite Methode. Bei dieser Methode werden all jene Ereignisse als Hochwasser definiert, die über einem bestimmten Schwellenwert liegen. Der Schwellenwert ist hier grün eingezeichnet, kann aber auch beliebig nach oben oder unten angepasst werden. Ist er höher, schließen wir weniger Ereignisse ins Datenset ein, liegt er tiefer ist das Datenset größer. Diese Methode hat den Vorteil, dass alle relevanten Ereignisse im Datenset enthalten sind, sie hat aber den Nachteil, dass einige dieser Ereignisse nicht mehr unabhängig voneinander sind. Wenn wir nun all diese Ereignisse, also die roten Punkte, die wir vorher als Hochwasser definiert haben, zusammentragen, erhalten wir hier auf der linken Seite das Jahresmaxima-Datenset, und auf der rechten Seite das Datenset mit den Abflussspitzen über einem Schwellenwert. Beide diese Datensets haben etwa die gleiche Form, wenn wir das Histogramm davon ansehen, also die Jahresmaxima in Abhängigkeit ihrer Häufigkeit. Wir sehen aus dieser Grafik, dass diese Verteilungen relativ viele kleine und mittlere Werte aufweisen und nur ganz wenige hier auf der rechten Seite dieser Verteilung. Diese Datensätze können wir nur im Weiteren verwenden, um die empirische oder theoretische Häufigkeit von Hochwasserereignissen herzuleiten. Im Folgenden konzentrieren wir uns vor allem auf dieses Datenset hier mit den Jahresmaxima. Wir können aber alle Analysen analog dazu auch mit den Abflussspitzen über einem Schwellenwert durchführen. Wir haben uns angeschaut, wie wir ein Hochwasserdatenset zusammenstellen, und in einem nächsten Schritt geht es nun darum, die empirische oder die theoretische Verteilungsfunktion dieser Ereignisse zu bestimmen.